So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Platin. Yay, im letzten Part haben wir irgendwas gemacht. Und warum sind wir in diesem Menü? Um uns anzusehen, dass wir den 6-9 immer noch nicht haben. Was zum Teufel haben die beiden gemacht? Man muss zuerst in der Eiseninsel, kann das sein? Na gut, dann ist das wohl... Ja, ich, schön. Dann klebt das wohl an mir. Und der Typ ist ein Stahltrainer. Wir haben... Ja, ich nehme mal Jetty. Einfach nur, weil Panferdo schon Level 40 ist, wie ich gerade gesehen habe, und Rio noch keine Kampfattacken beherrscht. Was war das denn hier nochmal? Ich gehe einfach mal quer drauf los. Hallo! Na du? Stark repräsentiert deinen zügellosen Geist. Akzeptierst du das Scheitern nicht, wird dir der Pfad zum Sieg offengelegt. Oh, ich tiefgründige Aussage. Ich werde dich gleich mal tief in den Grund hauen. Stalos, ja, perfekt. Genau mit solch was habe ich gehofft, dass es kommt. Oh Gott. Egal. Ich bin auf jeden Fall schneller und werde dir einen Surfer ins Gesicht drücken, dass es dich gewaschen hat. Ja, und das ganz ohne Seife. Wobei, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und außerdem sollte das sowieso nicht ausreichen. Ja, verhöhne mich bloß. Ich hatte sowieso vor, dich anzugreifen. Insofern kannst du mich verhöhnen, wie du möchtest. Was hat dieser? Zack, bam. Vollkommen ausreichend für diese Attacke. Zack, in your face. Na, schade. Ich habe nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Ja. Erklär mir bloß für mich warum. Vielleicht weil du nur ein Pokémon besitzt und wir 6. Oder weil ihr alle so dumm seid und auf einen einzigen Typen euch verlasst. Nee. In deiner Regel ist es nicht darum zu sehen, wie stark deine Pokémon sind. Das ist vielmehr ein Test deiner ganzen Persönlichkeit. Ja, eigentlich geht es doch darum zu sehen, wie stark meine Pokémon sind, wie gut ich sie trainiert habe. Und ob ich in der Lage dazu bin, euch gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und ein Magnetilo, das ist natürlich jetzt wiederum ziemlich scheiße. Aber wir können das hier locker auskontern. Kirarok, was zum Teufel, der Name hat geändert. Apropos Namen, vielleicht hat sich ja auch jetzt mittlerweile mal Knaxels Name geändert. Nicht. Schade. Wo war denn nochmal der Namensgeber? Dann nenne ich es Knarkus oder wie auch immer ihr es genannt habt. Magnetbombe, das ist nicht gut. Und das ist ziemlich gut, denn das ist dein Urteil des Todes, Magnetilo. Intensität 8, das ist sehr effektiv. Yay! Wuhu! Yay! Wuhu! Naja. Die Sage war niederschmetternd. Ich geb dir gleich mal was Niederschmetterndes. So, was ist das denn hier? Ach ja, das war diese Arena. Die war zum Glück irgendwie ein bisschen verwirrend. Glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung. Ein Ass ein bisschen Erfahrung auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was für ein Anfänger wie dich bedeutet. Ja, ist ja gut. Warum rastet ihr eigentlich alle mal so aus? Großkötze. Großkotze, die sowieso dann wieder eins auf sich drin. Geil, ein Schi. Oh Gott, das Level. Ich bleibe mal bei Jetty Jet. Oh yeah. Wenn ich jetzt auf Panferno wechsle, dann kriegt es einen Schlag ab. Ich wollte schon sagen, was zum Teufel. Jetty! Nicht gut. Knaxel macht den Rest, um Erfahrungspunkte zu kassieren. Nur noch ein bisschen Knaxel oder Knarkus, wie auch immer. Drachenwut! Schön. Down. Down. Das gibt ein Level Up. Du. Yay. Schön. Christian heißt ja auch noch. Ja, dann darfst du gerne ein Pokémon von mir besiegen. Namens Vetter. So. Ich hoffe, wir haben Beleber und so ein Kram. Ja, haben wir. Schön. So, dann kriegst du noch ein Tränkchen. Und alles ist wieder beim Alten. Geil. So, mal gucken, ob ich es noch bis zum Arena-Leiter schaffe. Falls nicht, dann muss Jan das wohl machen. Wo ist dieser Typ eigentlich? Ach, es geht noch höher. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Arena-Leiter wäre... Scheinbar nicht. Ach, verdammt, ich hätte wechseln sollen. Der hat doch garantiert wieder Magnetilo. Pokémon arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Wir geben gerne Kaufproben einer Zusammenarbeit. Ja, dann
Show me your moves! Du, mal zwei Magnetilos sogar. Naja, das ist wieder mal ein Fall für... Also gegen die Arena sind wir gut gewappnet. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwie verlieren werden. Auch trotz des Levelunterschiedes. Magnetbombe. Mache doch, tue doch, mache dies. Tue doch, mache doch, mir egal. Wieso hast du eigentlich jetzt nicht vor, meinen Bojolin mit einem, mit einer Elektroattacke anzugreifen, sondern mit einer Stahlattacke, die nicht sehr effektiv ist? Hast du etwa gewusst, dass ich auswechseln werde? Oh mein Gott, der Computer ist so gut im Prediction! Nein, ich glaube, er war einfach nur dämlich. Und noch ein Magnetilo, ja, was ich da wohl einsetzen werde. Auf gar keinen Fall, Kira Rock. So. Und tschüss, Sikorsky. Boom, voll genutzt, das Viech. Boah, wenn der Typ hier aber in der Arena schon Pokelevel 40 hat, würde ich nicht wissen, welches Level der Arena-Leiter hat. Also spektakuläre Niederlage, da bleibt trotzdem. Ja, danke. Dass ich es nicht zu Ende lesen durfte, du Spacken. So. Komme ich hier überhaupt weg? Wir attackieren mit schwerer Konter den Judo-Angriffen. Ja, dann. Have fun. Das freut mich. Ein Stahlos ist gut für mein Bojolin. Das wird nämlich jetzt schön vernichtet mit einem einzigen Schlag. Surfer zum Gute. Hallo Stahlos. Und tschüss, du Assi. Wunderbar. So, Bojolin kriegt ja ordentlich wieder zum Abkassieren. Noch ein Stahlos. Ja, geil. So möchte ich das sehen. Du musst mich nicht anflehen. Ich werde meinen Weg umgehen und dabei über dich hinwegsehen, wenn ich deine Pokémon zerstöre. Du solltest mich einfach lieber mal angreifen, anstatt so sinnlosen Zeugs zu versprühen, wie Kreideschrei oder was war das im ersten Kampf gegen Stahlos, keine Ahnung, der mir sowieso nichts bringt und der dir vor allem nichts bringt. Der mir keinen Schaden anrichtet, so. Zack, und direkt noch ein Level up. Ja, das ist doch eine level-upige Freude hier. Die ganze Folge voller Level-Ups. Eine ziemlich heftige Ableitung. Ja. Das sieht aber eigentlich ganz richtig aus, möchte ich mal meinen. Und wenn auf dem Weg noch 8 Trilliarden weitere Trainer auf mich warten, wenn du dich einen Typ konzentrierst, da kennst du die Stärken und Schwächen deines Pokémon. Du bist ein Ass-Trainer. Hast du wieder einen Shirox oder hast du vielleicht sogar einen Lucario? Oh Gott. Nee, natürlich nicht. Du hast nur einen Bronze. Du kriegst jetzt auch mal einen Surfer ab. Oh yeah. Den Surfer macht. Wow, nice. Du haust hier Volltreffer raus, Jetty. Das ist ja gar nicht mehr zum Aushalten, schön. Und noch ein Bronze. Ach komm. Du bist doch so stabil. Dein Level steht in Kiel. Mir ist jetzt kein anderer Reim auf stabil eingefallen. So spontan. Wie zum Beispiel viel. Sondersensor. Ob noch ein weiterer Surfer ausreichen wird? Ich habe so ungefähr die Hälfte abgezogen. Also. Show me your moves, Jetty! Ja, wunderbar. Was haben wir dann noch? Ein weiterer, wer hätte das erwartet? Ein weiteres Bronze. Dein Level wird immer höher, das gefällt mir irgendwie gar nicht so, muss ich mal ehrlich jetzt sagen. Oh nein, und das will mir noch viel weniger gefallen. Und wisst ihr, was ich deswegen jetzt direkt machen werde? Richtig, ich werde mein Pokémon wechseln. Denn darauf habe ich keinen Bock. Janferno, zerstöre es! Janferno! Streng dich an, Janferno! Schrei nicht so. Block. 40 einfach. Was machen die Jungs mit dem? Flammenrad. Er hat schon Nahkampf. Geil. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. So. Schön. Geht doch. Meine Herren. Auch wenn ich es ein bisschen lame finde, ist schon mal aufgefallen, dass die letzten... Also es ist für jeder, der sich mit dem Pokémon beschäftigt, weiß, dass es nicht sehr schwer rauszufinden ist, aber dass einfach die letzten drei Feuerstarter immer Feuerkampf waren am Ende.
Man hätte aus dem letzten... Ah, oh, das sieht doch irgendwie very richtig aus. Man hätte aus dem letzten Starter sowas Cooles machen können, aber nein, was macht man daraus? Ein Sumo-Kampf-Eber. Man hätte einfach nur so ein cooles Wildschwein drauf. Ah, egal, ich sollte nicht darüber diskutieren. Was es hätte werden können oder was auch immer. Auf jeden Fall, Fakt ist, es sind alles irgendwie Kampf-Pokémon als Zwei-Typ. Was ich ein bisschen schade finde, ein bisschen einfallslos. Aber hey, ist doch scheißegal. Eigentlich geht es nur darum, dem Typen auf die Fresse zu sein. Ah, das ist ja unverderbar. Zerlege, verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Du hast es kein Wunder, musst schließlich doch viel lernen. Und im Gegensatz zu Freund bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Das wollen wir doch mal sehen. Meine Stimme kackt ab. So, eventuell schaffe ich den noch in dem Paar. Wenn nicht, dann muss ich anders erledigen. Was hast du denn? Ein Magneton, das fängt ja schon mal genau richtig an für mich. So, und jetzt zeig mir, dass du intelligent bist und setze eine Donnerattacke ein. Und nicht hier deinen Scheiß... ich habe vergessen, was hat er nochmal auf mich eingesetzt? Spiegelsalve hat er, glaube ich, eingesetzt. Dim, 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 dim. Ja, Donnerblitz, geht doch. Zeig mir doch mal endlich, dass du intelligent bist. Also, er hat es gerade. Lichtkanone, oh Gott, Nause! Aber das ist so geil, die Attacke. Ich liebe diese Attacke. Und die kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind. Aber das wird jetzt etwas knapp für dich, Kira Rock. Lebe, 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 lebe. Zeig, dass du ein... Zeig, dass du ein starkes Pokémon bist, wollte ich eigentlich gerade gesagt haben. Ja, dann muss wohl Janferno das erledigen. So, Janferno, zeig direkt das Dickste, was du hast. Nahkampf! Bum, 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 bum. Schlag ihn einfach zusammen. Richtig. Mit einem STAB. Same Typ Attack Bonus übrigens. Ich habe mich im letzten Part versprochen und Ability gesagt. Sorry dafür. Will ich ja keinen Stunksinn hier erzählen. So, das hätten wir schon mal locker gemacht. Stalos. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt einen Jetty für dich. Mal gucken, ob der Arena-Leiter klüger ist und unser Pokémon vielleicht auch mal angreift, anstatt einfach nur irgendwelche sinnlosen Status-Attacken einzusetzen, die ihm sowieso nicht weiterhelfen werden, weil er mit einer Attacke wahrscheinlich sowieso wieder tot sein wird. Oder mindestens nach zwei Attacken. Surfer! Wusstet ihr, dass Stalos das Lieblings-Pokémon von Marcel ist, aka Looks Like Link? Hm, Fun Fact und so. Ja, gut, das bringt ja auch nicht weiter. Aber er macht mir immerhin ein bisschen Schaden. Ach ja, Arena hat ja Top-Genesung und so ein Kram. Sandsturm macht ein 16. Schaden übrigens, um es mal. Weil ich glaube, das haben wir einer der Funfacts, die wir uns ja noch nicht weitergegeben haben. So, und jetzt müsste ein Lucario kommen, wenn ich mich nicht täusche. Wenn meine Erinnerungen jene richtig sind. Bah, Jetty, du hast ja in der Arena sowas von abgeräumt. Drei Level-Ups. Der Sandsturm tobt. So wie das Innere meiner Seele. Wow, ne, Bolteros hat er. Okay, ja, dann... Tschüss. Easykowski. Ja... Der Arena-Leiter war irgendwie billig. Aber wir hatten auch... Ah, mein letztes Pokémon für deinen Entscheidungskampf. Entscheidungskampf, ich gebe dir gar nicht Entscheidungskampf. Das Einzige, was ich entschieden ist, ist deine Niederlage. Und zwar durch diesen Nahkampf in die Fresse deines Pokémon. Das ist nämlich vierfach effektiv. Und tschüss, das war ja so klar. Ja, ja, senk meine Werte. Ist sowieso egal, da der Kampf vorbei ist, ohne große Komplikationen. Außer, dass Kira Rock gestorben ist, aber... Naja, who cares? Wieder wie glatte Adam, mein nach so robusten Pokémon einfach so besiegt. Du hast es geschafft, meine Führung das Team zu besiegen. In der Erkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Platina hält den Minenorden von Adam. Dank des Minenordens kannst du die Attacke Stärke außerhalb meines Kampfes anwenden. Du besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass einem Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Her, das gebe ich dir auch noch. Oh yeah, das ist doch auf gar keinen Fall Lichtkanone. Die Thermal-Attacke Lichtkanone trifft den Gegner, wird dessen Spezialverteidigung eventuell gesenkt. Geil. Dam, dam. Und jetzt geht's nach Hause. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da ich das sowieso nicht, da ich das nicht weiß, ist es eigentlich ganz gut, dass jetzt der Jan dran ist und so. Dann, der wird den Weg schon finden. Nehme ich einfach mal ganz stark an, dass er das tun wird.
Hey, das ist Amino und gut gemacht. Leider noch stärker solltest du überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du, da hast du kaum eine Chance. Und tatsächlich zu werden halt doch deine verdammte Fresse, du Ekelhafter. Mein Gott, Martina, komm zur Bibliothek. Gut, dann kann ich ihn ja noch in die richtige Richtung lenken. So, dann würde ich sagen, damit er Bescheid weiß, was zu tun ist, ich denke mal, das ist ja kaum zu übersehen, mache ich ja einen Schnitt. Leute, das war Pokémon Platin für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.